das war die beiden. Ah, Filter Reset, jetzt haben wir es. First Reset, Alkaline Long. Reset. Second Reset, Alkaline Acidic Long. Somit kann man die Filter resetten. So. Genau, Strong Access, Stronger Melody. Ich gehe mal fertig. Und jetzt versuche ich trotzdem mal die beiden zu drücken und die Feineinstellung. Sprache ist Englisch. Hier ist. Ja, es sind so Spezialeinstellungen, die würde ich nicht verändern. Maximal niedriger Durchfluss. Wann er sich ausschalten soll, bei 0,7 Liter zum Beispiel. Wann er merken soll, dass da eine Leckage ist. Würde ich da nicht sehr viel tun. Da kann man noch die einzelnen Stufen stärker oder schwächer machen. Würde ich nichts ändern lieber. Und die Filterlaufzeiten kann man ändern. Das ist auch sehr spannend. Da würde man jetzt hier reingehen. Und hier erhöhen. Und den ersten Filter mache ich jetzt mal auf 4000. Hier heißt es dann Save is Melody. Das ist Save. So, jetzt muss ich nochmal rein. Beide gedrückt halten hier. Dann drücke ich mehrfach. Genau, der erste ist auf 4000. Der zweite ist auf 5000. Den erhöhen wir. Oh, 7000 geflossene Liter, die durch das Gerät durchgeflossen sind, speichere ich. Oder ich gehe noch weiter und ändere zuerst was. Hier kann ich jetzt nochmal die angezeigten pH-Werte auch ändern, was sehr interessant ist. Die stimmen ungefähr bei uns. Ja, die stimmen. Da will ich nichts machen. Und da eben kann man noch die Werte, die Basiswerte, ob er besonders stark oder nicht. Ich würde 1 runter als die 4, 5 ist das stärkste. Ich würde 4 lassen. Gespeichert. Fertig. Das sind die Einstellungen. Und natürlich kann man auch eben hier normal nur die Basiseinstellung. Die Zeiteinstellung ist das. Also ich muss sagen, das ist das. Ups, die Zeiteinstellung, die stimmt sowieso nicht. Jetzt haben wir was für ein Uhrzeit und Datum. Hier. Was war denn das für ein Datum? 30. Und Uhrzeit? 19:48 Uhr. Okay, danke. Ich wollte mal schauen, ja. Und Zeit auch eingestellt. Fertig. Das wären so die Einstellungen beim ECA Plus. Also alles einstellbar, aber auch alles.